So. Hallo und herzlich willkommen im Deutschen Track. Nicht nur, dass ich jetzt hier einen Wechsel gemacht habe, Internetverbindungswechsel gemacht habe, habe ich auch einen Sprachwechsel jetzt gerade hinter mir. Derjenige, der in How to Scale Open Source Software Development gehen wollte und mich gerade hört, ist hier falsch am Platz. "20 Jahre Energiewende. I'm still confused, but on a higher level." Ein bisschen eine andere Art von Präsentation, beziehungsweise auch ein bisschen andere Art von Inhalt. Es soll ein bisschen mit verstärktem Rückblick das zeigen, was mich so die letzten 20 Jahre umgetrieben hat. Auch, dass man sich vielleicht selbst drin ein bisschen erkennen kann und über einige verwirrende Dinge, die es eben so in der Energiewende gibt, besser, ja, vielleicht ein bisschen anders einordnen kann. Wo fangen wir mit der Energiewende an? Wo fängt die ganze große Verwirrung eigentlich an? Im Jahr 2012. Normalerweise, klassisch sagt man immer 2001, 2000 hat so die Energiewende mit dem EEG begonnen. Ich sage, 2012 hat sie begonnen, denn da hat die Energiewende, so wie, zumindest so wie wir es ja heute kennen, massiv Schiffbruch erlitten. Das war nicht nur der Schiffbruch von der Costa Concordia, die wir hier auf dem Bild sehen, sondern auch von einem Wort, bei dem man mit dem Skrull Unmenge an Punkten gewinnen kann, nämlich der sogenannten Ausgleichsmechanismusverordnung, die da eingeführt wurde. Was kam da? Es kam, dass man versucht hat, den Markt, der vorher existiert hat, der hauptsächlich getrieben war durch die atomar fossile Stromerzeugung, mit dem Markt der Erneuerbaren, allen voran der Photovoltaik, aber auch der Windkraft, in irgendeiner Art und Weise zusammenzubringen. Zwei Märkte, die komplett unterschiedlich ticken, von ihrer Kostenstruktur, aber auch von ihrer Einnahmenstruktur. Man hat das versucht zusammenzuführen an einer Stelle, nämlich mit der Ausgleichsmechanismusverordnung, das Ganze an der auch den Bedarf abzustimmen und potenziell Strompreise zu jedem Zeitpunkt zu definieren. Was in der Art und Weise. Der Markt wird schon, aber nicht. Und so ist natürlich dann auch der Markt gewaltig in abgesoffen, beziehungsweise es hat nicht funktioniert. Die Auswirkungen von dem, was da 2012 gekommen ist, können wir heute immer noch sehen oder können wir gerade im Moment sehr gut sehen. Denn kein Stromversorger tut momentan mehr verdienen. Kein Mineralölkonzern verdient momentan mehr. Aber wir stöhnen alle gerade über viermal so hohe Gaseinkaufspreise, wie sie noch vor einem halben Jahr waren. Doppelt so hohe Stromeinkaufspreise, wie sie vor einem Vierteljahr waren, und so weiter und so weiter. Warum? Weil die Einnahmeseite heißt das, was jeder Einzelne eigentlich mit seiner Stromrechnung bezahlt, versucht wurde, über einen Markt zu abzubilden, über ein Börsengeschäft abzubilden. Und das heißt, man muss eigentlich die Bedarfsseite ganz genau kennen. Was ist passiert? Man hat genügend Mechanismen gefunden, dem Ganzen eine Spekulation aufzumachen. Das heißt, das, was wir momentan in hohen Strompreisen sehen, ist eigentlich ein Riesenspekulationsproblem. Ebenfalls im Jahr 2012 dazugekommen oder entwickelt wurde der Grünstromindex, einem Nachweis für regionale Ökostromerzeugung. Erzeugung aus Biomasse, Wasserkraft, Photovoltaik. Und die Windenergie habe ich natürlich vergessen. Ein Nachweis, der eine Vorhersage erlaubt für die kommenden 36 Stunden und so einfach zu lesen in einer Ampel lesen kann. Es gibt Zeiten, die sind besser und es gibt Zeiten, die sind schlechter. Als ich diesen Screenshot hier gemacht habe, war zum Beispiel um 11 Uhr bis um 13 Uhr deutlich mehr regional Strom vorhanden bei mir an meinem Ort. Wie das sich an jedem Ort einzeln verhält in Deutschland in den kommenden Stunden, also jetzt für den 16. und 17. November, kann jeder unter grünstromindex.de selbst herausfinden. Damit hat man erstmal einen Indikator.
Und ich habe einleitendes Wort Schiffbruch. Ja, auch ich oder wir oder alle, die bei der Entwicklung beim Grünstromindex dabei waren, haben dann erstmal Schiffbruch gemacht. Das ist eine schöne Informationssache. Man versteht endlich, was das Angebot und wie das Angebot schwankt. Man sieht auch, weil das ist im Grünstromindex drin berücksichtigt, wie der Verbrauch zueinander schwankt, wie das Ganze zusammenpasst. Aber schön, dass man so etwas hat. Geld verdienen kann man damit keins. Dennoch war ein Datendienst vorhanden. Und den Datendienst kann man nutzen. Eine Art des Nutzens von so einem Datendienst sehen wir später nochmal in dem englischen Track in einer etwas mehr Coding-seitischen Session. Ich glaube um 15:15 Uhr in der Session wird man das sehen. Wie funktioniert der Grünstromindex im Hintergrund? Grafisch kann man das immer sehr gut nachvollziehen. Algorithmisch geht es dann genauso einfach. Wir haben Verbraucher hier mit zwei Steckdosen kenntlich gemacht. Und das, was ein Stromversorger eigentlich immer macht, ist Strippen ziehen. Virtuell Strippen ziehen zwischen einzelnen Punkten. So gehen zum Beispiel die Strippen, die Leitungen für den Verbraucher 1 von allen Erzeugern zu ihm. Genauso natürlich auch für den zweiten Verbraucher gehen sie auch hin. Aber je nachdem, wo wir uns in Deutschland aufhalten, habe ich eine unterschiedliche Verteilung. Mal habe ich mehr Biomasse, mal habe ich mehr Wasserkraft, mal mehr Wind, mal mehr PV. Es ist komplett ortsabhängig. Und entsprechend ortsabhängig ist natürlich auch das Wetter. Wenn ich so eine Grafik, so ein Schaubild habe wie hier, ist es relativ leicht nachzuvollziehen, dass wohl im Jahresmittel der Verbrauch auf der linken Seite wesentlich mehr Windkraft bekommen wird, wohingegen der Verbrauch auf der rechten Seite tendenziell mehr Photovoltaik bekommt, weil er schlicht und einfach näher dran ist. Was ist also der Grünstromindex? Bringt das Ganze zusammen. Das, was wir hier in einem einfachen Schaubild sehen, komplex über alle Anlagen, die in Deutschland registriert sind, für die erneuerbare Stromerzeugung. Er berechnet den Abstand, den ich habe, zu diesen Anlagen, zu den einzelnen Anlagen. Er berechnet, welche Verbraucher kommen mit dazu, wo stehe ich also in der quasi Abnahmekonkurrenz und kann so mir eine relativ verlässliche Aussage für die kommenden Stunden machen. Wenn ich so etwas habe, kann ich natürlich auch ausgehend immer von einem Ort in Deutschland mir sagen, okay, woher kommt denn eigentlich mein Strom in den letzten Stunden, Tagen oder in den kommenden Stunden und Tagen? Und da werde ich ein sehr, sehr individuelles Bild zurückbekommen. Wir sehen das hier für den Ort, wo unser Firmensitz ist, ist der Nachbarort von Hoffenheim, weil da weiß auch keiner, wo es liegt. Wo man sieht, es wird aus einer Ortschaft, die sich Meckesheim nimmt, wird bei uns am meisten erneuerbarer Strom kommen. Woher kommt er da? Aus Biomasseanlagen, das ist auch so im November oder im Spätjahr so eine typische Energiequelle, denn die Stallungen werden heute fast alle beheizt und ich habe Biomasse Stromerzeugung quasi als Abfallprodukt von der Wärme in der Viehwirtschaft. Andere Stromerzeuger, natürlich wird sich das Ganze im Jahr verändern. Ich weiß zum Beispiel, wenn ich im Sommer da drauf gucke, werde ich so eher in diesem Bereich im Südwesten, Wiesloch, Dielheim, kommt bei mir sehr viel Photovoltaikstrom her, wohingegen hier der Odenwald, den man eher kennt, so eher für Windkraft bei uns, bei mir im Raum ist. Aber das ist für jeden erzählen die Daten hier eine andere Geschichte. Für jeden Ort in Deutschland wird hier eine andere Geschichte aufgemacht. Das ist der Datendienst, wie wir ihn haben. Kann man relativ einfach abfragen. Jeder, der zu Hause so ein Abhörgerät namens Alexa stehen hat, kann mal seine Alexa später nach der Präsentation fragen. Alexa, frage currently, wann ist der Strom grün? Und wird eine Antwort bekommen, wann es sinnvoller ist, Strom zu nutzen. Ein Datendienst, den wir auch genutzt haben und überführt haben in das Produkt der Stromdau. Die wurde 2017 gegründet. 2017 gab es auch noch ein anderes großes Ereignis für die Welt, nämlich die USA sind aus dem Klimaschutzabkommen ausgestiegen. Wir wissen alle, seit kurzem sind sie wieder drin. Schön war's.
Stromdauer ist gegründet worden, hat wahrscheinlich nichts mit den USA und mit den Entscheidungen zu tun, die der gute Herr Trump damals gemacht hat. Aber Klimaschutz spielt eine wichtige Rolle. Und entsprechend sind wir zum Beispiel in unserem Strombetrug hergegangen und haben gesagt, okay, wenn es mir gelingt, das schon transparent zu machen, woher mein Strom eigentlich kommt, woher er in der kommenden Zeit geht, wenn ich ein Werkzeug habe, das mir sagt, da muss der Strom nicht einmal quer durch Deutschland durchtransportiert werden, sondern er kommt quasi aus meiner unmittelbaren Nachbarschaft. Wenn es mir gelingt, Stromversorgung so verständlich zu machen, wie ich das Wetter verstehe, wenn ich aus dem Fenster rausschaue, dann kann ich das Ganze auch in Produkte überführen. Das hat ganz viel mit Digitalisierung und ganz viel mit Datenmanagement zu tun und insbesondere ganz viel mit Energiedatenmanagement zu tun. Daraus kann man einige Ableitungen machen. Ein Beispiel davon ist Casa Currently, was wir letztes Jahr zusammen mit Copernicus entwickelt haben und auch hier auf der Konferenz vorgestellt haben. Andere Produkte, die daraus geworden sind, sind zum Beispiel das Thema Stromversorgung für die E-Mobilität. Stichwort netzdienliches Laden, insbesondere bei größeren Ladeparks. Wie kann man das organisieren und wie kann man dafür sorgen, dass der CO2-Fußabdruck von einem in meiner E-Mobilität nicht deutlich dem übersteigt, was ein Verbrennungsmotor zur selben Zeit machen würde. Die Stromquittung war ein ähnliches Beispiel. Allen zusammen kann man das. Fabian Schwarzbeck hat das letzte Woche erster in der Akademie, deswegen möchte ich das hier nicht alles wiederholen, in einem sehr persönlichen, sehr ansprechenden Beispiel gezeigt. Innovation bei dynamischen Tarifen. Eine ähnlich lautende Session gibt es auch heute am Nachmittag. Grünstromindex habe ich vorgestellt, habe gesagt, okay, wir verkaufen irgendwie Strom, das ist der Sinn der Stromdauer. Das ist das, was wir machen wollen und das, was wir tun. Man braucht aber ein gesamtes Ökosystem. So ein Ökosystem klingt immer nach ganz viel Marketing-Blabla. Und das ist es ganz ehrlich auch. Unten drunter muss etwas sein, das das Ganze antreibt. Und damit man das antreiben kann, muss man an den richtigen Stellen hören, fühlen, reagieren. Und hören, fühlen, reagieren machen wir mit einer relativ komplexen Microservice-Umgebung, die darauf hört, was passiert denn eigentlich gerade in meinem Umfeld? Was passiert in der Energiewirtschaft bei unseren Kunden, genauso wie auf der Erzeugungsseite? Wir haben mittlerweile über 90 verschiedene Microservices, die sich ständig dauerhaft unterhalten. Und ich bin ganz ehrlich, ich kapiere sie nicht mehr. Wir haben hier mal 60 Sekunden drauf geguckt, welche Nachrichten zwischen den einzelnen Microservices ausgetauscht werden. Ich bin immer froh, dass immer noch Stromzähler ein paar Abrufe quasi bekommen, also auch noch eine wichtige Rolle spielen. Aber wer, wie, wo, wann, was an Microservice geht. Und das ist eigentlich eine der größten Herausforderungen, wo wir heute im Energiemanagement stehen, aber auch insgesamt bei der Energiewende. Die Komplexität ist da und man muss sie in irgendeiner Form managen können. Und was eine Microservice-Umgebung, wie wir sie hier sehen, beziehungsweise wie wir unsere Infrastruktur hier sehen, ganz gut erlaubt ist, aus großen Problemen viele kleine zu machen, die man dann auch anschließend abarbeiten kann. Allerdings darf man nie den Fehler machen oder versuchen, zu 100% zu dem, was ich vorher gezeigt habe, zur Architektur wieder einen Rückschluss zu führen. Das wird nicht klappen. Da ist die Komplexität und das Komplexitätsgrad definitiv zu hoch. Also, einer der wichtigsten Dinge, die ich in den letzten 20 Jahren gelernt habe, meistens stimmen die großen Sachen. Im Kleinen gibt es allerdings Hunderttausende von anderen Problemen, die man sich angucken kann, die man allerdings auch gelöst bekommt. Eine Lösung, und das wäre nicht gegangen, wenn wir nicht kleinteiligst diese Microservices genutzt hätten, ist die Stromquittung. Die Stromquittung erlaubt mir, eine Quittung auszustellen für sogenannte Drittbelieferungen von Strom. Typischer Fall, wo das vorkommt, ist bei der Beladung von Autos.
was passiert da im Hintergrund? Warum ist es eigentlich ein komplexes Thema? Erstens, es hat keiner wirklich das Problem. Keiner hat das Problem? Doch. Wenn ich einen Firmenwagen habe und ihn zu Hause lade, habe ich genau das Problem, dass ich eigentlich eine Strombelieferung an meine Arbeitgeber durchführe. Wenn ich meinen Firmenwagen zu Hause lade, muss ich in irgendeiner Form mit meinem Arbeitgeber abrechnen, ist eine Drittbelieferung. Kann man sagen, wunderschön, ich habe einen Stromzähler dran, tue ich doch einfach den Stromzähler abrechnen. Ja, so ganz so einfach ist es nicht, denn in Deutschland gibt es Regeln, was denn bei einer Strombelieferung denn alles mit ausgegeben werden muss. Wir erinnern uns alle, wenn man uns auf die Stromrechnung drauf guckt, da steht ja drauf, wie viel Gramm an atomarem Müll haben wir denn eigentlich fabriziert. Gut, okay, ich habe einen Ökostromtarif, ich habe wahrscheinlich 0 Gramm, ich muss es wissen. Wie viel Gramm CO2? Ja, Ökostrom ist nicht CO2-neutral. Wie viel sind es? Wie soll ich das bitte ausrechnen? Also aus einem eigentlichen ganz einfachen Problem, was zu Tausenden in Deutschland vorkommt, Firmenwagen zu Hause geladen, Hotelgast, der im Hotel lädt und dann das auf der Rechnung stehen hat, dann ist der Hotel der Drittverkäufer und ich bin der Dritte, das Hotel ist der Verkäufer von Strom. Wie man das abrechnen kann, ist ein recht komplexes Thema. Das zusammengefasst haben wir auf unserer Stromquittung umgesetzt. Die Stromquittung ist heute als digitaler Dienst verfügbar. Sie wäre ohne OpenEMS nicht möglich, denn ich muss natürlich zugreifen auf meine Daten, auf die Daten meiner eigenen Erzeugung. Ich muss wissen, wie viel Strom kam eigentlich aus der Photovoltaikanlage, aus dem Blockheizkraftwerk, das bei mir in meinem Anwesen direkt ist. Wie viel Strom habe ich von der Straße bezogen? Muss das Ganze in eine quittungsechte Form. Dann kommt noch der Gesetzgeber, der sagt, handelt sich hier bitte um einen Bon, da muss ich belegkraft das Ganze machen, da brauche ich eine technische Sicherheitseinrichtung, ich kann das jetzt unendlich komplex machen. Geht alles nur, wenn man sogenannte Microservices hat, die einen nicht nur die Daten zur Verfügung stellen, sondern ein komplexes Problem eigentlich lösen. Das Problem mit komplexen Problemen und ihrer digitalen Lösung ist, für diejenigen, die aus der Luftfahrt kommen, die erkennen, was hier abgebildet ist. Das ist eine 737 MAX von Boeing. Und was war da? Ein komplexes Problem in einem Flugzeug wird gelöst durch einen Autopiloten. Das Dumme ist, wir Menschen tendieren dazu, automatisch steuernde Systeme nicht zu verstehen. Das ärgert jetzt jeden, der Softwareentwickler ist. Sie sind ganz schnell zu komplex. Bei der 737 MAX, die wurde über 1,5 Jahre, durfte die nicht fliegen. Der Hauptgrund, warum das so war, weil die Komplexität von den Piloten, also von den affenähnlichen Wesen, wie wir alles sind, nicht verstanden werden konnte. Warum der an einer bestimmten Flugsituation Eingriffe vornimmt, was dann letztendlich zu mehreren tödlichen Abstürzen geführt hat. Wie kann man Komplexität eigentlich lösen? Wie kriegt man das hin? Meine persönliche Antwort heißt hier Teamwork. Kommunikation im Team. Hier das Team der Stromdau. Wie kann man nur, wenn man jeden bei der Digitalisierung und bei der steigenden Komplexität schafft, mitzunehmen und auch kleinteilig mitzunehmen, kann das überhaupt gelingen. Gelingen und kann dann auch ganz schnell zu einem großen Vorteil werden. So haben wir uns vor 2 Jahren auf den Weg gemacht und haben gesagt, wir sind einer von mittlerweile 2 komplett CO2-neutralen Stromanbietern in Deutschland. Der zweite, sage ich auch gleich dazu, wer es kann, darf gerne zu Ihnen wechseln. Das ist die Firma Innogy, RWE Innogy, mittlerweile nur noch Innogy. Und wir sind die einzigen Stromanbieter, die CO2-neutral Strom liefern können. Kann man sagen, okay, schöne Sache, ist ein schöner Marketing-Gag, toll. Tatsächlich hat das immense Vorteile, wenn man es nachweisen kann. Wenn man das machen kann, denn wenn man zum Beispiel in der Automobilindustrie Strom liefern möchte oder überhaupt irgendwelche Produkte überhaupt als Lieferant in Frage kommen will, wird ganz schnell gefragt, seid ihr CO2-neutral, nur wenn ich das gesamte Unternehmen CO2-neutral inklusive meinen Produkten habe, komme ich überhaupt auf den Radar eines Einkaufs von einem Unternehmen, das eine Nachhaltigkeitsstrategie hat. Damit man dahin kommt, muss man viele Schritte durchlaufen. Die hätten wir niemals durchlaufen können ohne einen riesen Ressourcenaufwand oder
Und so haben wir das gemacht. Wir haben auf unsere OpenEMS-Infrastruktur geschaut. Die hat uns nämlich genau das Measurement gebracht. Die hat uns auch die Reporting-Architektur eigentlich im Hintergrund gebracht. Angereichert mit dem, was wir in den Microservices drin hatten, wussten wir, welche Handlungsfelder es gibt. Und das sehen wir hier, das ist unsere CO2-Bilanz. Jeder, der sich schon mal mit einer CO2-Bilanz beschäftigt hat, weiß, wir sehen da gar nicht mal schlecht aus. Nebenbei hier sieht man, wir sind neutral, wir sind sogar CO2-negativ. Wir kommen von 60 Tonnen CO2, die wir pro Jahr in die Luft emittiert haben durch unseren Geschäftsbetrieb und konnten uns reduzieren. Für wen ist das interessant? Oder wen hat das Interesse geweckt? Insbesondere im Corona-Jahr waren es Investoren, die sehr wohl darauf gucken, wie schaut denn eigentlich eine CO2-Bilanz aus. CO2-Accounting, das zu machen, haben wir auch mittlerweile als Produkt draußen. Kann man bei AppSumo finden für ein paar Euro. Was bekomme ich eigentlich damit? Ich bekomme eine komplette Aufschlüsselung auf einem wesentlich komplexitätsreduzierten Niveau. Wie viel CO2 ist in meinen einzelnen Geschäftsbereichen? Da hinten dran stecken wieder Energiedaten, die zusammen aggregiert werden, die in verschiedenen Zeithorizonten zusammengefasst werden können. Aufbereitet in der Struktur, die man benötigt, um zum Beispiel eine CO2-Neutralität oder eine Dekarbonisierungsstrategie in einem Unternehmen beizumachen. Damit komme ich auch zum Frageteil eigentlich mit der Möglichkeit, hier Fragen zu stellen. Zum Fragen einfach die Chat-Funktion hier im AirMeet nutzen. Die findet man auf der unteren Seite. Wer eine Frage stellt, den kann ich auch auf die Bühne einladen. Damit würde ich mich fast bedanken, um auch gleich noch einen Hinweis zu geben drauf, das, was es hier alles gibt. Geht auch im Moment gerade zumindest, was die Online-Services geht, in eine Cloud-Plattform auf, bei dem es etliche B2B-Services geben wird für Cloud-Dienste, die sich CloudMall BW nennt und ursprünglich initiiert wurde von CloudMall BW. Ich beantworte mal ganz kurz die Frage, würde aber den Karl Krötschhofer tatsächlich auf die Bühne. Ich finde es eine sehr interessante Frage. Wenn er es annimmt, Achtung, man ist dann auf der Bühne und wird aufgenommen. Ansonsten gebe ich natürlich auch die Antwort auf die Frage hier direkt drin. Gerne anschließen. Bitte gern anschließen und auch Fragen stellen. Gut. Die Frage lautet, wie können Sie garantieren, dass ich CO2-freien Strom von Stromdauer beziehe, wenn ich zum Beispiel neben einem Kohle- oder Atomkraftwerk wohne? Zunächst können wir nicht und tun wir auch nicht. Achtung, wir tun nicht garantieren, dass man CO2-neutralen Strom initial bezogen hat. Was wir aber machen, und das machen wir für alle unsere Kunden, wir wissen genau, wie viel CO2 emittiert wurde durch unsere einzelnen Stromkunden. Das ist sehr unterschiedlich. Ja, wenn einer versehentlich neben einem Kohlekraftwerk wohnt, dann ist es deutlich mehr. Wir haben jedes Jahr, weil es ursprünglich auch mal an Weihnachten war, unsere Weihnachtsgeschenke-Aktion und schenken tatsächlich an Weihnachten die Kompensation von diesem CO2-Ausstoß, der spezifisch für den Kunden dabei ist, jedes Jahr unseren Kunden. Weil auch wir können das nicht garantieren. Klar, wenn jemand direkt, also jetzt beim Atomkraftwerk ist es mit dem CO2-Ausstoß noch ganz gut handelbar. Bei einem Kohlekraftwerk, insbesondere bei einem Braunkohlekraftwerk, sieht es deutlich schlechter aus. Wir kompensieren das, sorgen allerdings natürlich dafür, dass nicht nur bilanziell, sondern auch physikalisch möglichst in der Region Erzeugungsanlage aufgebaut werden und dass wir
uns eindecken, also das heißt, wo wir Verträge abschließen, aus der Region unserer Kunden sind. Dazu muss man natürlich auch verstehen, was der Bedarf in den unterschiedlichen Regionen ist, was sehr unterschiedlich ist. Wir haben noch nicht die Millionengrenze erreicht von Stromkunden. Dementsprechend können wir auch noch ganz flächendeckend in Deutschland immer die gleiche Qualitätsstandard. Was wir aber garantieren können, am Jahresende sind alle wieder CO2-neutral, weil im Zweifelsfall müssen wir es halt dann mit unserer Weihnachtsaktion wieder besser machen. Ich hoffe, die Frage ist soweit beantwortet und stehe natürlich gern zur Verfügung für weitere Fragen. Ich habe initial noch eine Frage bekommen, wie es heute überhaupt mit den Präsentationen aussieht. Die Präsentationen sind schon auf einem Share drauf. Ich glaube, wenn alle Freigaben da sind, können sie, nein, auch wenn nur ein Teil der Freigaben da sind, können die, für die Freigabe da sind, spätestens, so haben wir es auch im letzten Jahr gemacht, in ein paar Tagen im Blog, also auf der OpenEMS.io Webseite entsprechend zu den Vorträgen runtergeladen werden. Wenn es jetzt ein reales Publikum wäre, könnte ich jetzt ins Publikum gucken, würde wahrscheinlich fragende Blicke sehen. Wie geht es jetzt weiter? 14 Uhr geht es hier im deutschen Track, sowohl als auch im englischen Track, mit dem Jos Demarest von der KNX weiter, Energiemanagement KNX. 3 Minuten hätten wir noch Zeit. Sollten noch Fragen an mich direkt kommen, einfach per Chat mich an. Pingen anstoßen. In diesem Sinne würde ich 3 Minuten Pause geben. Bis gleich in der nächsten Session.